Gut 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden sich am Montagabend um 20 Uhr in der ehemaligen Gaststätte Oeltchen ein, um der Gründung des Kulturvereins Jade beizuwohnen. Neben den 7 Gründungsmitgliedern um den gewählten Vorstand bestehen aus dem ersten Vorsitzenden Henning Kaas, den zweiten Vorsitzenden Heinz Waltschick, den Schriftführer Kai-Uwe Holtmann und den Kassenwart Andreas Pöpken traten noch 10 weitere Personen an diesem Abend den Kulturverein bei. Nach der Begrüßung durch den Initiator Heinz Waltschick und des ersten Vorsitzenden Henning Kaas wurde allen Anwesenden das Gründungsprotokoll vom 25. März durch den Schriftführer Kai-Uwe Holtmann vorgelesen. Der Jahresbeitrag des Kulturvereins beträgt mindestens 18 Euro. Nachdem alle Anwesenden nach der Vorlesung des Protokolls zustimmten, wurden weitere Anregungen gesammelt. So ist vorgesehen, ein Künstlerverzeichnis unter anderem mit den Sparten Musik, Schauspiel und Malerei für alle Künstlerinnen und Künstler in der Gemeinde Jade anzulegen. Als erstes ist vom 20. bis 21. August ein Markt der schönen Dinge mit bunten Kulturprogrammen auf dem Anwesen und in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte Treppengünther geplant. Dafür stellten sich 7 Mitglieder für einen Programmausschuss zur Verfügung. Es werden aber noch weitere Kulturinteressierte gesucht. Informationen darüber werden in Kürze auf der Internetseite www.kulturverein-jade.de zu finden sein.